بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أسمع liebe Schwestern im Islam, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ich bin gestern, wie wahrscheinlich einige von euch mitbekommen haben, wieder von der Umrah zurückgekehrt. Bin ein bisschen erkältet, Alhamdulillah. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen, Alhamdulillah. Ich hoffe, dass wir im Dezember wieder fahren können, über Weihnachten, die Tage. Und dass ich viele begrüßen kann von euch. Die Gruppe war sehr, sehr, also sehr, sehr nett gewesen. Alle Geschwister dort waren sehr, sehr nett und angenehm gewesen, Alhamdulillah. Obwohl es immer sehr, sehr anstrengend ist, so eine Gruppe zu führen. Meiner Meinung nach, man hat eine große Verantwortung. Ich habe gestern von einer Hochschulvereinigung, Fulda oder Islamische Hochschulgruppe Fulda, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, ist mir etwas, also die haben mir das nicht persönlich zugeschickt, sondern jemand hat mir das zugeschickt, ein Statement von ihnen zu einer Veranstaltung in einer Universität, ich glaube in Frankfurt, wo dann muslimische Experten, in Anführungsstriche Experten eingeladen werden, um über Homosexualität bzw. quer im Islam zu reden. Und ich fand das Statement, was die Geschwister gemacht haben, sehr, sehr passend und sehr, sehr gut. Passend für eine Hochschulvereinigung oder eine Studentengruppe von Muslimen. Ja. Ich würde natürlich als Prediger anders darauf antworten, aber wie man so schön im Arabischen sagt, li kulli maqamin maqal. Für jede Situation gibt es die entsprechenden Worte. Und das bedeutet auch für jede Situation, in der sich der befindet, der gerade spricht. Und ich fand das sehr passend, worauf sie da angesprochen haben, kurz zusammengefasst, dass man halt eine Debatte über Homosexualität im Islam ansprechen will und dann zu dieser Debatte nur Leute einlädt, die dieselbe Meinung haben, um das so darzustellen, als wenn das die Meinung im Islam wäre. Und hierzu wollte ich kurz etwas sagen. Da ich vor kurzem eingeladen wurde in einer Online-Diskussion, ich weiß jetzt gar nicht, ob es nur online war oder ob wir uns auch treffen sollten. Ich habe mir einfach das Thema angeguckt, um das es ging. Das war eigentlich für mich das Wichtigste überhaupt. Da ging es an auch um Homosexualität im Islam, beziehungsweise LGBTQ, bla 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 und so weiter. Ja, wie viele Buchstaben man noch hinten dran hängt. Und ich habe das schon mal erzählt in einem Livestream, aber wahrscheinlich haben die meisten von euch das nicht mitbekommen. Ich muss den Livestream danach nochmal löschen. Und ich wollte euch das kurz erzählen, damit ihr auch über solche Dinge nachdenkt, weil es genau diese Regel wieder gibt, Likuli Makramin Makral, für jede Situation gibt es die entsprechenden Worte. Und man muss sich immer gut überlegen, ob man an einer Debatte, Podiumsdiskussion teilnimmt,
etc. teilnimmt, die von Nichtmuslimen organisiert wurde, beziehungsweise wo man nicht selber die Zügel in der Hand hat, worüber gesprochen hat, wird, wer wie lange antworten kann und so weiter. Auf jeden Fall ging es da auch um dieses Thema. Man wollte mich mit jemandem aus der muslimischen Community sprechen lassen, der eine andere Meinung hat über Homosexualität. Und ich habe schon einen ausführlichen Vortrag über dieses Thema gemacht, mehrere sogar. Ihr müsst einfach mal eingeben, Pierre Vogel LGBTQ, und da findet ihr einen sehr ausführlichen Vortrag über dieses Thema, wo ich auch keinen Zweifel daran lasse, dass dieses Thema, dass diese Sache klar und eindeutig ist. Und jeder, der der Meinung ist, dass es im Islam erlaubt sei, homosexuelle Sexualpraktiken durchzuführen, jeder, der glaubt, dass das erlaubt sei, ist kein Muslim mehr, weil er den Koran leugnet, die Sunna leugnet und den Konsens der Gelehrten leugnet. Das ist sehr, sehr wichtig, der Konsens. Denn wenn wir wirklich einen bestätigten Konsens haben, den wir in diesem Fall hier haben, und der Beweis dafür ist, dass uns kein einziger dieser Vertreter irgendeinen Gelehrten in der Geschichte des Islam zeigen kann, in 1400 Jahren, der diese Art von Sexualpraktiken erlaubt hat, beziehungsweise es erlaubt hat, dass ein Mann mit einem Mann heiratet. Warum? Denn Sexualpraktiken an sich sind im Islam nur in einer gültigen Ehe erlaubt. So, das heißt, wenn es aber gar keine Ehe auf diese Art und Weise gibt und keine Methode der Ehe gibt, wie man in die Ehe treten kann, kein Akt und Nikah gibt, dann sind auch die Sexualpraktiken dementsprechend verboten. Und man braucht sie nur zu fragen, bringt mir aus den Jahrhunderten einen anerkannten Gelehrten des Islam, der dies erlaubt, und sie werden das nicht können. Und das zeigt, dass das immer verboten war und dass die Texte im Islam auch immer so verstanden wurden, dass es verboten ist. Wir wissen, was es für Bedingungen für eine gültige Ehe gibt. Bei jeder Rechtsschule. Braut, es geht jetzt nicht nur um Bedingungen, sondern überhaupt, was dort vorhanden sein muss. Braut, Bräutigam, ein Wali, zwei Zeugen, Ijab, Kabul, etc. Hier ist schon die Braut, Bräutigam nicht vorhanden. Wer soll denn jetzt den Wali übernehmen? Wo gibt es die genaue Regelung? Okay, für welchen Mann soll jetzt der Wali da sein? Oder wenn zwei Frauen heiraten, brauchen dann beide Frauen einen Wali? Es gibt diese Sachen nicht. Diese Diskussion gibt es gar nicht. Und ein Ijma ist ein besonders, und ich sage hier ein gefestigter, nicht ein behaupteter Ijma, sondern ein gefestigter, bestätigter Ijma, ist ein besonders starker Beweis. Warum? Weil wir vielleicht einen Koranvers haben, der interpretierbar ist und den wir auf verschiedene Art und Weise interpretieren. Weil wir vielleicht einen Hadith haben, der auf verschiedene Art zu interpretieren ist. Wenn wir aber in Jahrhunderten nur Leute hatten, nur Gelehrte hatten, die es auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert haben, dann zeigt das, dass die Beweisführung, die Verse aus Koran und Sunna klar und eindeutig sind. Ich will nicht zu tief in das Thema nochmal reingehen. Wer will, kann sich meinen Vortrag über dieses Thema genau anschauen. Auf jeden Fall zurück zu dieser Einladung, die ich bekommen habe, ob ich daran teilnehme, an dieser Diskussion. Ich habe diese Diskussion abgelehnt mit folgender Begründung. Und ich denke, dass das interessant für euch ist, zu sehen, wie ich darüber denke und wie ihr vielleicht auch über solche Dinge denken solltet. Ich habe das abgelehnt mit der Begründung Nummer 1. Diese Debatte ist keine Debatte bei uns Muslimen. Es gibt keine Debatte unter Muslimen oder eine Diskussion unter Muslimen, ob das verboten ist. Das gibt es nicht. Das gab es in 1400 Jahren Islam, gab es das nicht. Gibt es nicht.
Dadurch, dass ich an so einer Debatte teilnehme, vermittle ich, suggeriere ich das Gefühl, dass das tatsächlich eine Meinungsverschiedenheit ist. Das heißt, ich gebe dieser Debatte einen bestimmten Wert. Das ist meine erste Sichtweise, wo man eventuell sagen könnte, ja, vielleicht wäre es gut, diese Leute zu widerlegen. Die zweite Sache war, warum nehmen Sie mich als Gesprächspartner? Werde ich denn von der Allgemeinheit als normaler Muslim gesehen? Nein, ich werde nicht als Muslim gesehen, sondern, und das ist sehr wichtig, deswegen können wir dem Islam auch nie schaden, weil bei uns immer, im Gegensatz zu irgendeinem Türken oder Araber, der seinen Mitschüler abzieht, wo es heißt, die Muslime sind gewalttätig, bei uns wurde immer gesagt, das sind ja nicht die Muslime, sondern das sind Salafisten, das ist eine kleine marginale Minderheit. So, das wurde immer betont bei fast allem, was wir gemacht haben. Das heißt, erstens, wir konnten dem Islam nicht schaden, sondern höchstens uns, ne, weil immer gesagt, ja, das Bild des Islam macht ihr schlecht. Wir werden gar nicht als Islam gesehen. Wir werden als eine marginale Minderheit immer wieder dargestellt. Aber was heißt das für diese Debatte? Wenn ich jetzt nun mit irgend so einem Scharlatan und Munafik am Reden bin, ja, der erzählt, ja nein, also wir können das auch anders sehen, das waren ja früher Vergewaltigungen, es geht ja hier um sexuelle Gewalt, ja, wobei in den Texten nichts davon zu sehen ist, ja, nur mal so nebenbei, so. Dann gebe ich das Gefühl nach außen, dass die radikalen, bösen Salafisten dagegen sind, aber der normale Muslim das ja anders sieht. Versteht ihr? Und das ist meiner Meinung nach schädlich für so eine Debatte. Und dann habe ich gesagt, sucht euch irgendeinen DITIB-Imam, der mit euch redet. Warum mich? Ja? Sucht euch irgendeinen Imam von irgendeiner DITIB-Moschee oder Millî-Görüş-Moschee oder irgendwas. Weil dann wird es gesehen als Islam. Bei mir wird es gesehen als Salafismus. Salafismus ist gegen LGBTQ, aber der normale Muslim sieht das ja ganz anders. Das ist erstmal ein Punkt, den ich dazu zu sagen hatte. Ich mache jetzt mal kurz, das wollte ich nur kurz gesagt haben. Und ich finde es sehr, sehr wichtig in der jetzigen Situation, verbreitet diese Videos, die ich über dieses Thema gemacht habe. Denn man sieht an dieser Diskussion, die dort angewirbelt wird, dass man versucht, mit aller Kraft diesen Schwachsinn unter Muslimen zu verbreiten. Dann wird dann Shirin Ates eingeladen, ne, die ihr ganzes Leben den Islam bekämpft hat, eine Feindin des Islams ist, die schon vorher so getan hat, als wenn Ehrenmord was vom Islam, mit dem Islam zu tun hätte, als Anwältin gearbeitet hatte, dann gemerkt hat, oh, das funktioniert alles nicht. Als Anwältin kann ich den Islam schlecht bekämpfen. Dann nenne ich mich jetzt Imamin. Mich würde nicht wundern, wenn die noch nicht mal die Fatiha auswendig kann. Und dann kommt noch ihr homosexueller Verwandter dazu, der auch keinen Plan von der Religion hat. Wenn man sich die ganze Geschichte. Dann kommt irgend so eine, ja, ich will das Wort nicht sagen, aus Köln dazu, wo man denkt, vielleicht ein bisschen geistesgestört. Und dann der Obermunafik, der Obermun, dann eine nicht-muslimische Islamfeindin dazu. Und der Obermunafik, der Professor für Islamverfälschung, Mohammad Khurshide, der in seinem Buch Islam ist Barmherzigkeit die Hölle klar und deutlich leugnet, indem er sagt, die Hölle ist kein Ort der Bestrafung. Dann, ja, ich habe die Hölle ja nicht geleugnet. Ich habe nur gesagt, ist kein Ort der Bestrafung. Dann ist sie weg. Wenn die Hölle kein Ort der Bestrafung ist, sondern ein metaphorisch zu sehender Übergang, ist die Hölle nicht mehr da. Punkt. Wenn ich sage, die Kneipe ist eigentlich keine Kneipe, sondern es ist kein Ort, wo man Alkohol trinkt, sondern diese Kneipe ist die Currywurstbude, dann ist sie keine Kneipe mehr. So einfach. Mit so einem dummen Gelaber kann man andere für doof verkaufen. Das sind Leute, die an den Karren gespannt wurden, um den Islam zu verfälschen. Klar und eindeutig. So, und deswegen ist es gut, Leute, ich habe über diese ganzen Scharlatane und Taugenichtse schon Vorträge gemacht vor
fast vor über 10 Jahren schon. Teilt diese Beiträge und verbreitet sie. Genau wie Hamid Abdus Samad. Ich habe jetzt noch, als ich in Mekka war, jemanden den Vortrag gezeigt, wo ich gegen Hamid Abdus Samad, wo ich das Buch von ihm von 264 Seiten in 25 Minuten komplett zertrümmert habe. Alhamdulillah. Ihr müsst aber diese Sachen verbreiten, damit wir so viele Menschen wie möglich erreichen. Jetzt mache ich mal kurz die Kommentare kurz an. Ich hoffe, es kommen nicht irgendwelche dämlichen Kommentare. Tut es mir nicht an. So. Gucken, was hier los ist. Da winkt einer. Bleibe ich noch ein paar Minütchen hier drin. Aleikum Salam. Alhamdulillah. Wie gesagt, verbreitet diese Sachen. Über Muhammad Rashid habe ich bestimmt weit über 10 Vorträge gemacht. Wo der wirklich richtig zerstört wird. Da haben wir schon 2013 eine Kundgebung gegen ihn gemacht. Leider waren die Muslime nicht dabei gewesen. Schade eigentlich. Leider waren die Muslime, kaum Muslime dabei gewesen, wo man damals diesen ganzen Schwachsinn schon im Keim hätte erstücken können. Und jetzt haben wir vor fast zehn Jahren, wie kann eine Schwester aktiv in der Dawa werden? Schau dir meinen Dawa-Kurs an, da wird über diese Sachen geredet. Es stimmt, Bruder, es juckt niemanden was, aber man sieht halt, wie mit aller Gewalt versucht wird, diesen Schwachsinn zu verbreiten. Ich bin so lange live auf Internet, bis sie mir wieder hier irgendwas sperren. Deswegen solche Livestreams, wo ich über LGBTQ rede, lösche ich auch oft kurz danach, weil man versucht, irgendwas darin zu finden, um mir meinen Livestream wieder zu sperren. Guck mal, man kann auf TikTok diese Vorträge von mir nicht so teilen, wie ihr sie über WhatsApp und so teilen könnt, weil das sind lange Videos. Ja, Sanjo, deswegen, lieber Bruder, verbreitet die Videos dafür, damit die Muslime sensibilisiert werden dagegen, gegen diesen Schwachsinn. Wird es einen Krieg gegen in Europa? Gibt schon. Der ist schon da. Der Krieg in Europa. Aber ob der über ganz Europa geht? Allahu alam. Sehr gut geschrieben, Bruder. Liberalismus hat das Christentum abgeschafft. Jetzt versuchen sie mit dem Islam. Ja. Bis dahin gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist genau das, was sie versuchen mit uns zu machen. Und der Nährboden dafür sind die Minderwertigkeitskomplexe der Muslime. Wie findest du, dass diese Iran-Propaganda mittlerweile unterwandert ist von Islam? Bruder, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was du meinst. Ja, das sind Scharlatane. Das sind Scharlatane, diese Leute. Celebi Milan, genau. Wie können wir in unserer Stadt Open Air für Prediger organisieren? Ja, da muss ich vielleicht mal ein Video drüber machen. Man muss halt eine Kundgebung anmelden bei der Stadt. Dann muss man sich etwas organisieren. Da muss man eine Bühne besorgen oder eine Stelle in der Stadt sich anschauen, wo das gut möglich ist. Eine Anlage besorgen mit Lautsprecher. Flyer verteilen, Werbung machen. Scheitert immer wieder, das stimmt, aber ihr seht ja, wie es das Christentum auch unterwandert hat. Nein, Isbel hat nichts mit den Armen zu tun. Viele nutzen den Tod dieser Iraner, um Hass gegen den Islam offen auszunehmen. Ja, genau. Das stimmt. Ich kenne die Brüder zu wenig. Also, ich sag mal so, was meine Dawa-Kurse angeht und Vorträge über Christentum, die haben bisher immer den Leuten, die das gelernt haben, komplett gereicht.
Was ich gesehen habe, war bisher alles gut. Ich habe nur eine Sache mal gesehen, die mir nicht so gefallen hat, ehrlich gesagt. Aber im Allgemeinen möge Allah die Brüder segnen. Alhamdulillah. Okay. Gut, liebe Geschwister. Wird dunkel hier. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.